Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Montagmorgen, ich glaube der 16. haben wir. Kann das sein? Ja, 16. oder 17. August, ich weiß gar nicht genau. So um den Dreh. Ich habe umgesattelt, ich habe meinen Vierachser hinter dran hängen. Jetzt fahre ich nach Mannheim. Mannheim. Denk dran, Mannheim, nicht nach Worms. Worms erst später. Lad dort 934. Fahr den nach Worms, nach Abenheim auf den Agge. Fahre ich wieder zurück nach Mannheim, setz in Mannheim 9:30 um. Vielleicht mache ich das auch zuerst, ich weiß nicht genau. Oh, war die Brille. Dann habe ich einen Lieferauftrag von Bad Sobernheim nach Ludwigshafen. Für den Auftrag wiederum zu fahren, bräuchte ich eigentlich mein normales Tiefbett, weil es ist eine Laderaube. Oder ich muss halt wieder auf dem Metall fahren quasi. Holz unterbauen, rechts und links. Ja. Ich halte, bleib stehen. Gut. Ja. Jetzt, wie gesagt, heute Morgen erstmal Mannheim. Mal gucken, wie ich dazu fahren muss. Danke. In Mannheim. Leider immer noch hinten rumfahren quasi, weil vorne an dem Kreisel immer noch die Baustelle ist. Also mal gucken, Württemberg hat ja noch Ferien, ich hoffe nicht, dass zu viel los ist. Dass ich da irgendwie halbwegs gut reinkomme. Das gewusst hätte ich, könnte gleich Sandhofen runterfahren. Aus der Gegenrichtung gekommen. Umleitung check ich jetzt gar nicht. Da rein fahren wir wieder. Komm, fahr nur. Dann links ab. Gerade so schön ruhig hier. Mal schnell kommen, fahr ich hier rum. Weiß halt nicht, ob ich durchkomme.
konnte passen, muss passen. Mit eng. Aber so habe ich mir das gedacht hier, dass das so aussieht. Jawohl. Kann ich die nächste rein? Baustellenfahrzeuge frei. Ich sehe nichts, absolut nichts von unserer Bagge. Stehen. Da hinten sehe ich was stehen. Ich fahre mal da rüber zu hoch. Das wird schon falsch sein. Rausfahren, ne? Gerade muss er blöd überlegt, ja, hinter der Ampel kann ich nur rechts rum raus. Müsste ich schon ganz außen rumfahren, dass ich rüberkomme an die Spinelli. Müsste ich schon ganz außen rumfahren, dass ich rüberkomme an die Spinelli. Alter, das ist doch nicht normal, oder? Ah ja, obwohl, doch, das ist normal.
So, Kollege macht Baguettehühner zu, war ein bisschen nah am Container. So, jetzt gucken, ob ich da vorne wieder rauskomme. Den Zaun hier noch auf der linken Seite ein bisschen wegziehen und auf der rechten Seite, soweit es geht. Hat er alles. Ich sehe nicht mehr. Der steht noch. Gut, auf der. Nicht weiter raus, ne? Gucken, dass ich vorne weiter über der Bordstein fahren kann. Links sieht gut aus. Weiß ich nicht, ob ich da vorne raus wagen soll oder nicht. Links ab. Ich glaube, ich biege links ab. Wenn ich da hochkomme. Also da oben oder oben ist auch ein Engpass. Überall hast du noch Schande. Jetzt da oben an der nächsten Kreuzung, wenn ich dann links oder an der nächsten mögliche, ist ja keine Kreuzung, wenn ich links abbiege, dann muss ich vorne wieder über den Spezialkreisen fahren, der so hoch ist. Hier durch weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da durchkäme. Autos raus, also denke ich, kann ich da auch reinfahren. Ich dachte schon, du.
letzte Kollege. Furchtbar. Ja, alles schön und gut, ja, aber hier ist immer noch eigentlich ein Neubaugebiet, eigentlich. Da vorne nochmal die nächste. Ja, die ist ein bisschen größer. So, hier kommt mein Lieblingskreisel. Ich warte ja nur drauf, bis da irgendwann mal was draufsteht. In der Mitte, wenn da keiner kommt jetzt von vorne. So rechts auch nicht. Gut, dann hat sich das erledigt. Kollege fährt ihn nachher. Hier habe ich mal gestanden und hab den Radlader wegen da hinein gequält. Gerade von der B41 runtergefahren, hab gerade telefoniert. Ich weiß nicht mehr, wie weit das hier noch ist. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig fahre. Ich hoffe doch, aber das muss hier gleich irgendwo sein. Irgendwo wird ein Windrad gebaut. Und bis da gleich der Flugplatz kommen, ne? Ach, ich weiß es echt nicht mehr. Ich hab vorhin mal geguckt mit Google Maps. Es ist doch noch ein Stückchen weiter, ich weiß es nicht mehr. Also ich werde es definitiv finden, da mache ich mir keine Sorgen. Ich sehe da nichts stehen. Jetzt fahre ich nämlich ins Gewerbegebiet. Jetzt gleich da vorne geht es rechts ab. Ich nehme an, ich bin dann auf der anderen Seite vom Flughafen oder am Flughafen. Vielleicht steht sie ja wirklich dort. Leider keine Telefonnummer dabei. Oder vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. Keine Ahnung. Dann geht es gleich rechts ab. Aber völlig saftlos heute Morgen, was ist los? Rechts ab ins Gewerbegebiet. Ich weiß nicht, ob ich da hochfahren soll. Vielleicht ist auch das Gewerbegebiet Pferdsfeld gemeint. Ah, das sehe ich gleich. Jetzt wieder.
hier vorne. Ne? Da sieht es aus, als wäre hier Boden. Wird hier Boden verarbeitet, keine Ahnung. Dann bleibe ich auch mal stehen hier und guck noch mal, was auf dem Zettel steht. Ach, da könnte ich vielleicht sogar schon richtig sein. Hier könnte ich vielleicht sogar schon richtig sein. Draufsteht. Habt doch eine Nummer gefunden. Weißt du, wie oft angerufen? Die erste zweimal wurde ich anscheinend weggedrückt. Dann ging keine mehr dran. Entschuldigung, dann ging keine mehr dran. Da habe ich bei Liebherr Ludwigshafen angerufen. Die Dame hat jetzt über GPS quasi die Raupe geortet. Und die muss jetzt hier vorne, die geht gleich links hoch und da muss die irgendwo stehen. Das da hinten, nein, das ist er nicht. Also hier fahre ich jetzt links hoch vom nächsten Solarpark und da hinten dran, entweder wird da ein neuer Solarpark oder noch ein Solarpark gebaut. Aber irgendwo hier muss die jetzt stehen. Da hinten dran wird geholt, da sehe ich was. Hier ist ein ehemaliger Bundeswehrflugplatz, steht hier im Internet. Ach, da links steht doch was. Ne? Da ist eine Raupe, ein Dampe, aber keine Laderaupe. Aber keine Laderaupe sehe ich hier. Da hin raus, ne, da hin raus auch nicht. Dieser Kettdampe, das sah von hinten so aus, als wäre das ein Dampe. Da links was. Da steht sie. Da hinten steht sie. Oh, je, je, wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Kann ich ja nicht drüber fahren. Da links ist Beton, ich werde hier durchfahren. Das ist Betonstraße. Ich hoffe, dass ich da hinten dran rauskomme. Falls aber erstmal an die Seite hier nehmen und laufen wir da hin und gucken mal. Da hinten der Halle Stanze. Was ein Theater.
auf jetzt was, das ist nicht so schön. Hier, yeah. Halt, muss noch Lenkdruck geben. Aller komm, geht noch. Geh an, wollte er sagen. Halb drei, ging doch recht gut, besser als erwartet. Viel besser als erwartet. Der guckt gar nicht, oder? Der guckt gar nicht. Der fährt einfach raus. Wenn es schön macht. Der guckt gar nicht, alle. Naja. So, ich habe überlegt, ob ich durch Ludwigshafen Mannheim fahren soll. Ich werde aus und fahren. Zumindest bis Sandhofen. Sandhofen raus und dann. Ich muss ein bisschen Klimaanlage anmachen, wenn ich Fenster zu habe. Okay.
auch aber lange hier. Auf das hält. So. Wenn ich jetzt eigentlich wollte ich gerne die nach rechts schwenken, aber das wird nicht gehen. Wegen Zaun hier. Wird nicht reichen. Ah! Weiß nicht, ob man das erkennt. Kann man das sehen? Kann man wahrscheinlich nicht sehen. Ah, ich mache nochmal die Kamera ab. Augenblick. Ah, gut, geh her. So. Kann man das Gebäude sehen? Das soll ein O sein. Dieses hier soll glaube ich das H sein und da soll irgendwann mal Home stehen. Aber fürs M ist glaube ich kein Geld da, wenn ich das richtig gehört habe. Also steht da ja, alles gut. Ja. Ne? Ohne Worte. So. Baugrube ist links von mir. Ich weiß halt nicht, wie weit ich da rum kann. Kann man da was sehen, ne? Ich mach die Kamera nochmal ab. Eieieiei. Das hier ist die Baugrube. Schwimmbad. Schwimmerbecken. Nicht Schwimmerbecken. Nee. Weißt du, was es gibt? Keine Ahnung. Ein Schwimmbad wird es keins geben. So, jetzt aber mal kurz gucken, wie das passt mit der Kamera. Ich hoffe, dass er hängen bleibt. Eigentlich hoffe ich ja, dass er stehen bleibt. Aber das hier, oh, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube das hier soll es wahr sein, aber ich blick da nicht so durch. Ich habe noch kein Haar gesehen. Aber wie gesagt, fürs M fehlt es Geld. Ja, eigentlich ist es nicht lustig, aber irgendwo schon. Oder gibt es hier das Haar? Könnte sein, dass das hier das Haar gibt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir irgendwann sehen. Am Dienstagmorgen. Bin auf dem Weg zum Kunden. Ah.
Alter, aber ich meine ja. 946 Laden. Scheiben geputzt, ey. Ich komme nicht dazu, ich komme zu nichts, ist einfach schlimm. Einfach schlimm. Komm noch nicht mal zum Abschmieren. Aber wenn sich nichts ergibt unter der Woche, abschmieren werde ich jetzt zum nächsten Samstag machen. Das wenigstens mal wieder gemacht wurde. Ich hier wieder ganz durch. Samo. Ich war nicht neben der Straße. Wenn ich neben der Straße gewesen wäre, hätte Kollege gerattert. Hier sind einfach so viele, weiß nicht, Auswaschungen, Ausfahrungen, weiß der Geier was. Nochmal, ich fahre den Ort ganz durch und am Ende vom Ort geht es rechts rein. Extra für heute den Termin gemacht quasi, weil anscheinend kann nur heute der Bagger da rausgeholt werden. Ich habe keine Ahnung. Oder geht er oder kann er auf der neuen Baustelle rein? Auf jeden Fall kann das nur heute gemacht werden. Vorfahrt hier wohl gemacht. Du stehst, ne? Das letzte Mal bin ich quasi eine Straße vorne dran, allerdings rausgefahren. Mal gucken, wie es aussieht, ob ich da später mit dem Bagger hinten drauf auch rauskäme. Ach, Kühlschrank, gehen wir doch mal jetzt auf den Sack. Knebel steht jetzt hier rein, ne? Ein
Hebel steht jetzt hier rein. Mal gucken, wenn ich hier nicht mehr durchkomme. Keine Zufahrt für Baustellenfahrzeuge, alles klar. Sich ein Anwohner wieder erfolgreich beschwert, nehme ich an. Also, dann fahren wir da vorne rein. Achtung, keine Zufahrt für Baustellenfahrzeuge. Das ist immer das Allerbeste. Es ist immer das Allerbeste. Selbst erst noch nicht allzu lange her das Haus gebaut, neu. Wenn dann ein Neubaugebiet gemacht wird, dann wird Aufstand geprobt. Das sind die Allerbesten. Also ich muss dann später hier mit dem Bagger wieder raus. Gar keine andere Möglichkeit. Wenigstens ist die Kreuzung da vorne frei. So, ich drehe hier schnell. Wahrscheinlich könnte ich ja immer aus rumfahren, aber ich drehe hier, alles gut. Meine Scheiben aus, ey. Gut, ich dann abhänge. Also über diese Brücke da oben werde ich gleich fahren. Ich muss jetzt hier nämlich rechts ab. Da werde ich doch nicht drüber fahren.
hier hinten dran raus. Daher, oder? Das soll jetzt aber nicht daher, oder? Also meine Adresse ist quasi hier durch durch und dann ganz am Ortsende der Bagger hin. Anlieger frei bis. Okay. Beide. Bis Justizakademie, Arztdurchfahrt, Georgenbord frei. Gut. Georgenbohm? Bohm? Was ist das ein Georgenbord? Keine Ahnung. Ich sehe mich schon gleich wieder rückwärts fahren. Warte mal ab. Georgenborn, wenn ich das richtig lese, und Schild stand Georgenbom. Ja, alles gut. Nobody's perfect. Vielleicht lese ich es auch falsch. Gerade durchfahren und dann ist am Ende, wie gesagt, vom Ort ist die Baustelle. Wahrscheinlich. Irgendwo auf der rechten Seite, da stehen Baustellenschilder. Ich werde hier mal anhalten. Nein, wohl, es geht noch ein Stück. Ne? Da links ist ein Lager. Aber ich werde jetzt aufsetzen, definitiv. Mal Knebel, ja, wenn ich das jetzt wüsste. Muss mal anrufen. Also hier bin ich richtig. Aber ob ich hier
Ah doch, da hinten kommt gerade Bus hier. Perfekt. Augenblick. So. Halbwegs richtig. Ganz runde. Ach, jetzt verbunden. Wieder am Aufsetzen. Setz ich mal die Baguette auf. Was ist da los? Ach, nee. Aufgesetzt. Ja, jetzt kommt hier ein Auto hoch. Hast jetzt kein Liedenmeister. Ich muss jetzt hier rechts fahren. Lade mal ab. Ich fahre dann rechts rein in die Straße und dann ja. Direkt wieder in
im Schacht. Moin. So, Licht haben wir an, das haben wir an, das haben wir an. Ob ich hier im Feldweg drehen soll oder einfach übers Feld fahre. Aber ich werde es lassen. Hoffe, dass kein Auto parkt jetzt irgendwie irgendwo. Ich glaube, hier absolutes Park- und Halteverbot, ne? Ob das recht weiß. Na, das reicht nicht. Alles gut. Wird eine Reise für raus. Alter, das war ganz schön knapp an der Mauer. Nicht, dass es wieder heißt, ich war's. Alles schon gehabt. Dann irgendwann in einigen Wochen dann mit dem Baguette-Ruf da rückwärts hochzukommen. Thank you.
dabei. Was habe ich da gemacht? So, ich werde jetzt rückwärts hier, wenn ich drüber komme. Alter, hör doch auf. Hör doch auf mit dem Scheiß jetzt, ey. Ich fahre eine Tour um, ne? Und morgen früh kann ich wieder die Hose dran hängen. Oder ich lade die Laderaube so, wie ich das letzte Mal geladen hatte. Ich ja, die mit dem hier fahre. Ah ja, nee, ich sattel um. Das ist einfach. Geht zwar nur hoch auf der Heuberg, aber das ist einfach. Muss dann innen drin, musste wieder drehen. Das ist alles schon bebaut. Alles schon zugestellt, zugebaut. Wir haben dort eine andere Einfahrt gemacht, ja. Ich sattel um. So, ich habe Gehalterung dran. Hab nicht geladen jetzt. Jetzt ist es 10 nach 5. Die Laderaube war noch zerlegt. Lade ich auch heute nicht mehr. Ich fahre jetzt rein in die Halle.
lade ich morgen früh. Heute mache ich Schluss. Legen wir morgen früh los mit dem Plan. Falls sich der Plan nicht wieder ändert heute Nacht.